Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Fulsen 80 mit dem nächsten Unboxing-Video von meiner DVD-Ausbeute, nämlich das sechste jetzt schon. Und es handelt sich wieder um ein Steelbook, und zwar Rising Sun, und zwar die Wiege der Sonne aus dem Jahr 1993 mit Sean Connery und Wesley Snipes im Zavi-exklusiven Steelbook mit deutschen Ton, ja. Und dieser Film ist ein Thriller aus dem Jahr 1993 und ist eine Buchverfilmung gewesen von dem verstorbenen Michael Crichton, der auch Jurassic Park geschrieben hat. Und ja, den Film habe ich, glaube ich, vor Jahren mal gesehen. Ich fand eigentlich ganz gut. Und jetzt hier im Zavi-Steelbook für 12,50, weil ich habe nämlich damit gehandelt. Also es hat keine 17,50 gekostet. Nein. Und hier eben auch immer in einer schönen Prägung und eben mit deutschem Ton. Lange Rede, kurz Sinn. Wir machen das Ding mal auf und gucken wir das mal an. Und der Film geht 124 Minuten. So, machen wir mal das weg. Und tada. Den gibt es aber auch noch bei Zavi zu kaufen. Ich glaube auch für 17,55 €, wenn mir alles täuscht. Mensch, geht ab. Ja, und hier die Banderole kann man einfach wieder abziehen. So schaut es aus. Und hier haben wir ein Steelbook eben mit Rising Sun, ist hier geprägt, wie ihr das seht. Sehr cool. Hier eben Sean Connery und einen ganz jungen Wesley Snipes, wie ich finde. Und finde ich auch die Farbgebung richtig cool von dem Film, von dem Steelbook. Und hier Rising Sun in weißen Text mit schwarzem Hintergrund. Hier oben dann das 2020 Fox Logo, mal wieder. In Deutschland gibt es davon kein Steelbook, nein. Und hier unten noch dann das Blu-ray Disc Logo. Hinten drauf eben ein japanisches oder chinesisches Schriftzeichen. Schaut richtig stark aus. Und wir machen mal auf. Und da haben wir dann einmal hier eben dann die Blu-ray Disc. Die schaut so aus. Und einmal hier dann noch das Backmotiv hinter dem Disc. Auch richtig cool. Und schaut wirklich klasse aus. Auch das Steelbook ist auch sehr stabil, stelle ich fest. Also ist nicht so lapprig, ist nicht so lapprig wie sonst immer. Aber wirklich klasse und kann man nicht meckern. Ja, das war's von diesem ganz kleinen, kurzen Vorstellungsvideo von der DVD-Börse Nummer 6. Und bald geht's weiter und kommen langsam in den Endspurt rein. Und das war's von mir und bis zum nächsten Mal, euer Fulsen 80. Tschüss!